Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute wollen wir uns einmal mit einem aktuellen Rennspiel beschäftigen. Und zwar Grid 2 ist, glaube ich, im Moment so der angesagteste Titel aus dem Hause Codemasters. Den ersten Part Grid habe ich persönlich auf der Xbox gespielt und für sehr, sehr gut befunden. Und ich muss natürlich jetzt leider alles schon mal im Vorfeld warnen. Bei Racing Games fahre ich wirklich höchstes Maß an No Luck, No Skill auf, denn ich spiele generell wirklich furchtbar, furchtbar gerne Racing Games, bin aber generell, ja, wie soll man das sagen, ein furchtbar schlechter Fahrer. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Start von Grid 2, denn wir werden uns gemeinsam also diese ersten 15, 20 Minuten aus dem Hause Codemasters einfach anschauen. Chicago, Flussufer, Rennen, ein Eventrunde, irgendwas stand da jetzt gerade. So, das sieht ja hier schon mal ganz nett aus, oder? Ja. Ja, ich muss schon sagen, das strotzt nur so vor Details, oder? Boah. Aber hallo. Oh, es geht direkt los. Und, Vollgas! Es ist unsere Chance, uns einen Namen zu machen. Wenn du den Leuten ein gutes Spektakel zeigst, wird sich das sicher auszahlen. Okay, nach links lenken stand da gerade irgendwas. Bremsen, bremsen, bremsen. Wollen wir mal gucken, wie das klappt. Ich werde hier in der Motorhaubenperspektive fahren, weil keine Cockpit-Perspektive zur Verfügung steht. Leider, leider, leider. Ich mache das generell sehr gerne, in der Cockpit-Perspektive fahren, aber ja, Motorhaube geht auch noch okay, finde ich. Ich finde, da kommt eben... Was? Wer hat sich gedreht? Dritter Platz! Dritter Platz! Kannst du Platz 2 angreifen? Okay, Linkskurve. Driftet schon so ein bisschen die Karre. Also generell spiele ich halt gerne Cockpit-Perspektive, weil ich finde, das kommt so geiles Fahrfeeling einfach rüber. Aber Motorhaube auch okay, oder? Wenn du gewinnen willst, bleibt dir nur noch diese Runde. Wow, Partikeleffekte und zu früh eingelenkt. Wie viel da bin ich? Zweiter, oben links steht Zweiter. Boah, der ist zu weit weg, oder? Den holen wir nicht mehr. Es spielt sich relativ arcadelastig, würde ich jetzt im ersten Moment sagen, obwohl die Karre schnell zum Driften neigt hier. So wird das Auto instabil. Was heißt hier zu schnell durch die Kurve? Wuhu! Oh, scheiße! Ja, ich habe gerade ein bisschen die Bande getitscht, habt ihr gemerkt? Fuck, aber der ist viel zu weit weg für mich. Wuhu! Sensationell! Die Begeisterung ist unglaublich. Echt? Du ahnst gar nicht, wie viele Kameras und Mikrofone auf dich gerichtet waren. Wirklich? Du hast heute wirklich ein Zeichen gesetzt. Ehrlich? Oh, jetzt hat er aufgehört zu labern. Weg war. Ich bin Patrick Callahan. Anscheinend haben deine Videos in der Renn-Community ziemlich eingeschlagen. Ja, auf YouTube bin ich sehr beliebt. Oh, Like drücken, Freunde. Liken, liken, liken. Also, so viele Likes habe ich ja noch nie gehabt. Falls du Interesse hast, biete ich dir die Möglichkeit... Das ist ja cool gemacht mit dem YouTube-Feature hier. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Ich habe für dich einen Testtag auf dem Indianapolis... Testtag, ja, ja. Club Track Day. Ich melde mich in ein paar Tagen wieder. Nehmen wir alles mit. Daumen hoch, meine Freunde, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ruckelt hier so ein bisschen im Ladebildschirm, oder? Investor Patrick Callahan. Ich hab dir ja Indianapolis gesagt, in viel Strecke. Hast du schon von Patrick Callahan gehört? Nö, habe ich nicht von gehört. Der Grund, warum wir heute hier sind. Er hat so eine Idee von einer World Racing Series, die die Welt im Sturm erobern wird, wie er sagt. Das ist heute eine Art Testlauf. Also zeig ihm, was du kannst. Man fährt immer so Ami-Lutschen-Karren, um oder? Strecke kennenzulernen, bevor du richtig Gas gibst. Nach links, nach rechts lenken, das ist ja geil, dass das jedes Mal da steht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, so, wollen wir mal gucken. Bogen kommt eine echt giftige Linkskurve. Sieht aus wie so ein Speedway oder sowas, oder? An den Schildern, um deinen Bremspunkt richtig zu erwischen. Ich hätte ja ganz gerne mal so ein Rennspiel, was so ein bisschen europäischer orientiert ist. Also direkt mit Porsche und sowas. Und Audi. Sonst schießt du über die Kurve. Okay, wann soll ich bremsen? 50 oder was? Wow, scheiße, scheiße, Rasen, Rasen, Rasen. Gut gemacht. Du hast den Bremspunkt sauber getroffen. Ja, voll sauber war das. Nur ein bisschen Rasen gemäht nebenbei. Bau Tempo auf, tipp auf die Bremse und lenk hart in die nächste Kurve ein. Aber wenn er driften soll, driftet die Scheißkarre nicht. Bis das Heck ausbricht, dann gehst du aufs Gas, um im Drift zu bleiben. Dann war auch kein Drift. In der nächsten Kurve will ich einen Drift sehen. Okay, hier. Oh, scheiße überdreht und scheiße gedriftet. Winkel und Distanz bewertet. Geh heute voll an dein Limit. Ah, überdriftet.
Ich übe noch. Ich gestehe, ich übe. Und ich habe im Vorfeld gesagt, ich kann es nicht so gut. Okay, 150 Bremse. Wuhu! War schon ein bisschen besser, oder? Weiter so. Ich eier so ein bisschen, merke ich. Okay, jetzt mit Vollgas auf die Zielgerade. Wo geht's rum? Links rum, links rum. Kein Hütchen. Ah, ist das Hütchen weggeflogen? Nee, oder? Was ist denn das für ein Physik-Feature hier? Oder war das weggeflogen? Na, Strecke ist so ein, wirklich so ein Trainingsding, ne? Relativ trist und so, zum Üben vielleicht. Well, Session beenden. Ja, sofort Session beenden. Das lassen wir mal hier Session beenden. So, machen wir lieber mal direkt da weiter, wo es richtig rund geht, oder? Ja. Was kommt jetzt? Erworbene Karrierefahrzeuge. Ich beobachte die Rennszene seit einiger Zeit. Und mit deiner Leistung in Chicago hast du dir die Testfahrten auf dem Indianapolis Speedway verdient. Mein Plan sieht wie folgt aus. Ich möchte eine weltweite Rennserie ins Leben rufen. Die High-Speed-Racer aus den USA sollen in einem Wettbewerb gegen die Technikspezialisten aus Europa und die Driftkönige aus Asien haben. Boah, ich finde, diese Storys sind immer so an den Haaren herbeigezogen, ne? Warum fährt man nicht einfach Rennen? Also mir ist doch scheißegal, was es da für eine Hintergrundgeschichte gibt. Wenn es nicht so ein richtig altes Need for Speed ist, wo es dann halt irgendwie, wo es eine richtige Hintergrundgeschichte geht, dass der Typ sich jetzt hier, das ist so Grid-typisch, oder? Bla bla. Ja, bla bla. So, genug Blabla. Wie geht's weiter? Ich brauche nur ein paar Informationen, damit meine Leute die Verträge aufsetzen können. Okay, machen wir alles. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Lass es uns angehen. Mein Name ist Frank. Und mein Nachname ist Sirius. So, was haben wir noch? Alter, oh, das wird jetzt peinlich. Ja, zwischen 41 und 50. So. Hier könnt ihr euren Namen auswählen. Ach, guck mal, schon direkt vorausgewählt. Weil dann redet das Spiel mit euch. Das war bei Grid auch schon immer so. Dann sagen die wirklich immer, hallo Frank. Ihr könnt auch so einen Spitznamen aussuchen. Das mache ich auch nicht. Schwierigkeit normal für Selbstbewusste. Leicht. Ich glaube, leicht ist meine Stufe. Oder gibt es noch was Leichtes? Profi ist definitiv nicht mehr. Amateur ist meine Stufe. Ich lasse es mal auf normal, oder? Schaden vollständig, ja. Was? Ja. Kalifornierrennen. Musst du versuchen, vor deinen Konkurrenten ins Ziel zu kommen. Ach, vor den Konkurrenten ins Ziel kommen. Fahrerisches Können einsetzen, um dich durch das Feld zu arbeiten und den Sieg zu holen. Oh, das wird jetzt bestimmt scheiße. Das erste Ding war ja so ein Warm-up und das zweite war eine Teststrecke. Mal gucken. Ford Mustang. Ja. Ich habe eh nur das Ding dabei. Schon wieder so ein bisschen ruckelig im Ladebildschirm. Teilnahme an Club Events 1. Gefahrene Karrieredistanzen. 7,4 Kilometer bin ich schon. Ja. Voll erfahrener Profi-Pilot. Meide die Felswände, Grasböschung und Gräben am Streckenrand. Sonst riskierst du einen Überschlag. Überschlag wäre immer ganz lustig fürs Video. Aber ich versuche vorsichtig zu fahren. Zeig ihm, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Der mit der Amerika-Prollkarre da. Boah, das sieht so geil aus, oder? Vollgas! Ich fahre ja auch im Moment auf Automatik, muss ich sagen, einfach zum Üben. Ich habe schon wieder direkt ein bisschen Gras abgemäht. Ganz schön enge Strecke, um hier zu überholen, oder? Na, geht aber, der macht fröhlich Platz. Hat's geruckelt? Gut, löppt. Aber die anderen sind ganz schön schnell dabei, oder? Bisschen Sonnenuntergang im Hintergrund, bisschen Nebel hier. Beobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Ich ramme ihn einfach weg. Das ist doch so typisch in allen Rennspielen, oder? Immer in den anderen reinfahren und dann gucken, dass man dann dran vorbeischießt. Bremst, Arschloch! Mann! Geh aus dem Weg, du Penner, wenn du zu lahm bist. Kommt Sirius, der schnellste Racer von YouTube. Oder auch nicht. Ja, voll auf Sieg fahre ich hier. Ich schieße hier gleich voll auf Sieg über die Fahrbahn hinaus, glaube ich. Uah, scheiße! Läuft, läuft, läuft. Uah. Harrison Carter, auch nochmal eben angedutscht. Lass mich mal durch hier innen. Ja. Soll ich denn da vorbeifahren?
Lass mich vorbei, du lahme Sau! Scheiße, scheiße. Zweiter. Ach, komm ey. Also so fürs Probieren mal. Okay, vermutlich fahren mittlerweile alle eine Minute sechs oder sowas. Gute Leistung. Ja, danke schön. Gute Leistung. So, wie geht's weiter? Kann man hier seine komische Freundesliste durchhaken und weiter. So, gucken wir, was jetzt kommt. Endplatzierung Zweiter. Ja, das wussten wir schon. Erfüllte Ziele 0. Jetzt fehlt nur noch so. Einschätzung, schlappe Sau. Ah, ne. 3500 Fans. Ah, ne, das sammelt sich jetzt nochmal. Und zwar jetzt gleich. 7 Millionen Fans habe ich schon. Ne, nur 5625. Also darum ging es da nicht im Grid auch irgendwie drum? Gut gemacht. Ich wusste, dass ich auf dich zähle. Ja, habe ich super gemacht. Mit deiner Leistung hast du einen weiteren Club auf dich aufmerksam gemacht. Wuhu. Die Transamerica Pacers. Du brauchst einen Japaner, okay, Frank. Ja, ja, okay, okay. Was? Nochmal okay? Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Mit deiner Leistung hast du einen weiteren Club. Ja. Laber mich hier nicht so zu, wir wollen fahren. Auf diese Weise kannst du vor dem Wettbewerb die Limits des Autos austesten. Kann man so ein bisschen in die Kamera schwenken? Die bieten ebenfalls eine großartige Möglichkeit, deinen Namen bekannt zu machen. Könnt ihr per Zufall hier so ein paar Sponsoren draufklatschen? Gibt er dir ein Ziel vor? Erfülle es und schon erreichst du ein größeres Publikum. Kann man die Ziele irgendwo sehen? Ich mach mal No 4, das ist cooler, oder? So, müssen sich die Karre jetzt noch angucken oder was? Eigene Lackierung anpassen? Sind wir bereit? Ja, ja. Zieh in deinen Rennkalender und versuch einen Sieg zu holen. Wir wollen jetzt erstmal hier Gas geben, sonst ist das Video gleich schon wieder rum. Wie lange bin ich gefahren jetzt? So. Komm, noch ein, zwei Rennen kriegen wir noch mit rein, oder? Ach hier, da können wir vielleicht mal, wo sind, da, Optionen? Steuerung, nein, nein. Oder? Hat? Nee, Audiografik. Grafik. So, Voreinstellung steht hier auf sehr hoch. Und dann könnt ihr nochmal auf Qualität erweitert gehen. Da seht ihr diese ganzen einzelnen Einstellungen. Und hier ist Soft Ambient Occlusion. Achso, da guck mal, das ist ganz schön im Hintergrund. Konntet ihr auch gerade sehen, wie sich die Grafik dann ändert dann mit der Beleuchtung, mit der Lampe da. Da kann man anscheinend direkt diese Grafikoptionen dann checken, wenn man die aussucht. Oder? Ist das richtig? Keine Ahnung im Moment. Wer da mal mehr weiß oder mehr wissen möchte, das könnt ihr alles in die Videokommentare posten. KI, Streckenauswahl, hier kann man freies Rennen aussuchen, Hongkong, ole ole. Benutzer, nee, machen wir erstmal Karriere weiter. Entweder fährst du weiterhin gegen New Union oder du nimmst die Einladung von den Transamerica Pacers an. Oder, wenn du ein wenig üben möchtest, kannst du jederzeit eine Testfahrt in Indianapolis absolvieren. Du bist wieder nur zu einem Event der Und schon wieder Chicago-Duell? Wenn du ihnen beweisen kannst, dass du mit ihnen mithalten kannst. Duelle sind direkte, kompromisslose Zweikämpfe. Es gibt keine Strafen für Kollisionen. Ja, yeah, ja. Ich ramm alles weg. Ich ramm alles weg jetzt. Sofort. Das ist das Einzige, was ich kann bei Rennspielen, in den anderen hineinfahren. So. Anderes Auto. Erworbene Karrierefahrzeuge 5. Denk dran, du musst in die Top 3 fahren, damit ich die Pacers nochmal einlade. Ja, ja. Ist die gleiche Strecke wie am Beginn, oder? Los geht's! Das ist eine ganz neue Schwein hat uns schon überholt. Sei also vorsichtig, bis du ein Gefühl für den Kurs hast. Nein, oh, direkt gerammt. Rammen war okay, oder? Es war doch hier. Hier mussten wir rammen jetzt. Kann jetzt keiner meckern, dass ich da den hier abdrängen, die Sau. Rein da. Schön gefühlvoll. Wir fahren nur gegen einen, oder? Ah ja. Da oben links steht's. Earl irgendwas. Müsst ihr jetzt lesen. Muss ein bisschen auf die Straße gucken. Uah. Fährt sich jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ist ja auch noch der Anfang. Gibt's eigentlich... Bordstein mitgenommen. Gibt's eigentlich Nordschleife hier? Bei Grid 2? Gewonnen! Ole, ole, ole. 55876. Vermutlich eine schwule Scheißzeit. Sieg nicht ganz unbeteiligt. Starke Teamleistung. Wer war unbeteiligt? Neu starten könnten wir weiter. Wo ist diese Rückspuloption, die man sonst gesehen hat? Gefahrene Karrieredistanzen. Ja, war doch bisher nicht so schlecht, oder? Was meint ihr? Warum kommt das jetzt nochmal?
Fährt man zwei Rennen hintereinander? Zwei Scheitelpunkten sind in Chicago an der Tagesordnung. Wenn du die gut erwischst, ist das die halbe Miete. Hä? Hatten wir doch gerade schon. Na egal, ich raste das hier mal noch durch mit euch und in diesem Auto wirst du dich ziemlich oft seitwärts bewegen. Aha, seitwärts bewegen. Nutze diese Drifts, um mit viel Schwung aus den Kurven zu kommen. Zu früh eingelenkt, scheiße. Auch scheiße. Naja, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich mal schon mal von euch und hoffe, das erste Gameplay-Video zu Grid 2 hat euch einigermaßen gefallen. Ich entschuldige mich recht herzlich für meine Fahrfähigkeiten hier. Moment, jetzt geht's hier so ein bisschen links und dann... So, ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für meine Fahrkünste. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich hoffe, ich gewinne das Rennen noch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Bock habt auf ein, zwei Grid 2 Gameplays, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal und... Scheiße, wieso überholt ihr mich? Haut rein. Mann! Fucking Zweiter verloren. Das ist ja ein beschissenes Ende fürs Video. So, haut rein.